So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Frenbo. Ich glaube, es funktioniert jetzt alles. Ich habe mir gerade mal die Folge geguckt. Sieht gut aus vom Ton. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal direkt weiter. Hier war ich auch noch ein bisschen, also nicht wundern, dass ich vielleicht die eine oder andere Sache schon weiß. Erstmal gönnen wir uns eine herrliche Zimtschnecke. Ich bin ja ein großer Freund von Zimtschnecken. Ich esse sie so selten, aber gelegentlich dann doch schon mal. Aber das Problem ist bei Zimtschnecken, was haben wir denn hier? Schokolade, lecker. Muss ich kurz drüber reden, tut mir leid. Also das Problem ist bei Zimtschnecken ist, dass sie immer trocken werden, habe ich das Gefühl. Also wenn man sie zumindest fertig auch kauft, ist immer trocken, aber man unterschätzt, was eine Zimtschnecke eigentlich alles drauf hat. Also so eine gute Zimtschnecke ist und unterscheidet sich Welten von nicht so guten Zimtschnecken. Okay. Oh mein Gott. Hallo, bist du hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Nein. Ach, bist du neu hier? Sorry. Bist du von unten? Sie glauben, mir geht es jetzt besser. Wie heißt du? Könntest du mich bitte töten, bitte? Oh Gott. Klar, Peng, du bist tot. Danke, ich kann jetzt reden. Nicht reden, ich bin tot. Ist schon cute. Hallo. Ich dachte auch, sie wäre eine nette. Vielleicht kann ich mich mit der verbinden, seelisch, aber dann... Oh, hallo Friend, wie geht es dir heute? Ich sehe tote Tiere. Du meinst im Fernsehen? Ja, wahrscheinlich. Nein, ich meine wirklich. Vergessen Sie es. Sehr gut, Friend. Geh und spiel mit deinen Freunden. Ach Leute, ein bisschen. Bisschen Einfühlvermögen ist noch nicht so viel. Hier, ach, das war auch süß. Oh, der hat so einen Swag. Dieses Sofa ist zum Sitzen da. Ich kann mich nicht hinsetzen, das Sofa ist besetzt. Oh, cute. Hier, meine normale Uhrenthematik. Hatte ich letztes Mal drüber gesehen. Ich weiß irgendwie richtig die ganze Zeit, aber das macht mich wahnsinnig, dieses Ticken. Also wirklich, was haben wir hier? Mr. Midnight, bist du da? Oh, wie traurig sie guckt. Scheinbar nicht. Wen haben wir hier? Oh, der sieht ein bisschen aus wie Charles Darwin. Ich weiß auch nicht. Ich mag das Bild nicht. Mr. Oswald ist sehr alt. Alt genug, um tot zu sein. Oh, scheiße. Das starrt mich irgendwie an. Was haben wir hier? Mami liebt es, Rosen zu zeichnen. Oh. Und das Signal ist seltsam. Oh ja, das tut richtig weh. Das ist bestimmt, weil wir so weit entfernt von allem sind. Ach ja, stimmt. Die sind ja hier irgendwie am Arsch der Welt. So, sie war auch geil. Sie wandelt hier so rum. Aber die ist, glaube ich, auch eine nette. Oh, jetzt die Story muss ich leider wieder erzählen. Ich habe sie letztes Mal auch erzählt. Aber die Aufnahme ist ja Schrott. Annie liebt es, die Milch wie ein Kätzchen zu trinken. Und zwar, leider ist sie nicht meine Katze. What? Fran. Tatsächlich habe ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, aber ich mochte es früher auch als Kind, Dinge zu tun wie Tiere, also auch Essen zu essen wie Tiere. Und zwar bin ich immer an den Kühlschrank gegangen, da war ich, keine Ahnung, 7 oder so, und habe mir dann so Kartoffeln genommen, die dann so kalt gegessen. Und ich meine irgendwie, dass ich mich dann immer wie ein Igel gefühlt hätte, dass er so die kleinen Kartoffeln so wegknuspert. Und da irgendwie nachts aktiv ist und so. Und ich wollte auch mal einmal essen wie ein Affe, dass ich nur noch so ganz natürlich Obst und so Nüsse esse. Also sehr wild, was ich da gemacht habe. Stell mich nicht, geh weg, ich esse. Die haben auch alle dieselbe Stimme, ich muss ein bisschen kreativer werden, glaube ich. Stell mich nicht, geh weg, ich esse. Schon besser. So, was haben wir? Fass mein Schwert nicht an. Wusste ich nicht, dass es dir gehört. Du solltest nicht verbeugen und Deutsch sprechen. Ich bin dein König. Was? Du bist nicht der König. Ich bin nur der König des ganzen Universums. Verbeuge dich. Oh, ich verbeuge mich vor euch, Herr. Sehr gut, mein Kind. Was ist der Grund deines Besuchs? Ich will deinen Stock. Welchen Giefstock? Meinst du mein Schwert? Ja, eure Hoheit, euer Schwert. Was würdest du mir dafür geben? Alles, was ihr braucht, eure Hoheit. Bring mir ein Schloss und ein Pferd und dann überlasse ich dir mein Schwert. Mhm. Diese Tür ist nachts immer abgeschlossen. Ich kann nicht raus. Was haben wir hier? Ein schöner Spatz. Schöne
Schöner Sperling. Vogel, Vogel, ich mag dich. Genau, hier sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. So, was haben wir hier? Hallo, das war doch besetzt. Schön dem Teddy in die Comfortzone reingesetzt. Also das ist auch... Man merkt doch, dass dem Teddy das unangenehm ist. Mädel, komm. Na gut, Annie. Hey Annie, wie geht's dir? Hast du keine Angst vor mir? Nein, warum sollte ich? Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Zaubertricks? Ich wusste nicht, dass du das kannst. Sag mal. Dich zeigen, aber es ist sehr gruselig. Besser du machst es. Das kann ich nicht. Ich bin kein Zauberer. Oh, wie enttäuscht sie von sich selber ist. Ich kann dir das magische Zeug geben. Wirklich? Wow. Ja, das magische Zeug, das alles einschlafen lässt. Oh, das ist toll. Stark und super. Hier, ein Geschenk. Nimm es. Aber langsam. Schöne Pille. Okay, und wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen. Da bin ich jetzt überfragt. Sorry. Warum fragst du mich solche Sachen? Nee, jetzt gehe ich. Sorry. Mit ihm hatten wir auch noch nicht geredet. Ach doch. Danke, ich kann jetzt reden. Ich bin tot. Ach, den hatten wir erschossen. Stimmt. Den kleinen Fratz der Maske. So, was haben wir hier? Ich frage mich, ob die Nudeln frisch sind. Sie sehen nicht so aus. Och, Nudeln. Och, habe ich irgendwie Hunger oder warum bin ich hier bei jedem Essen direkt am Ausrasten? genau, was ich... Oh, was haben wir hier? Oh, schönes Wasser mit Zitrone. Liebe ich ja auch. So Wasser mit so Gurke, Zitrone oder so rein. Wenn da so ein bisschen Geschmack abgibt. Finde ich auch sehr nice. So, und ich wusste tatsächlich, auf Anhieb, glaubt ihr mich nicht, aber ich habe das direkt richtig kombiniert. Und zwar kann man hier die Pille auf dieses... ein magischer Kuchen hier auf das Zimtschneckchen drauf streuseln. So, warte mal. Das bringt mir gerade auf Ideen. Und zwar... warte mal. Das fällt mir gerade ein. What? Achso, ich dachte gerade, das ist Fran. Ich dachte gerade, Fran ist die zweimal. Die sehen sich irgendwie ähnlich. Und zwar, wir können jetzt unseren magischen Kuchen hier dem Kerl geben. Guck mal. Gönn dir, Bruder. Ach so, schade. Ich dachte, er schläft dann ein. Ich habe irgendwie so ein leichtes Drücken da. So. Okay, es hilft nicht. Wir müssen uns jetzt die Pillenversion, glaube ich, reinziehen. Hier waren wir schon, soweit ich weiß. Ach ja, hier auch. Oh Gott. Aber Anni, hier waren wir noch nicht. So. Oh, Alter. Deswegen, das letzte Mal war ich noch cool, weil ich das schon gesehen habe, aber dieses Mal... Oh nein, die Schwester ist gestorben. Ich frage mich, wer das getan hat. Ich war es nicht. Sie stinkt wirklich. Fühlt sich an, als wäre der Gestank überall an mir. Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Sie tun dir weh, weil sie dich hassen. Oh, kleiner Junge, jeder schämt sich für dich. Oh Gott. Lass den doch in Ruhe. Okay. Boah, Alter. Sie sind tot. Es lebt. Dieser heilige Mann hat dich gänzlich... Boah. Holy shit. Oh, wie schön diese Rosen sind, nicht wahr? Deine Mami glaubt dir nicht. Oh, Alter, was? Puh, crazy. Also, wenn man so ein bisschen Spiegelneuron anfällig ist, wie ich, dann ist das schon echt hart. Alter. Boah, Gott. Das ist schon echt fies einfach. Arme Kinder, ey. Alle irgendeinen Scheiß erlebt. Was haben wir denn hier? Schokolade. Lecker, ja, total. So, weg. Weg damit. Oh Gott, ich muss mich kurz konzentrieren. Oh, es ist schlimm. Was machen wir jetzt, ehrlich gesagt? Puh, boah, ich bin immer... Ach ja, genau. Die Idee hatte ich letztes Mal auch. Und zwar, wir haben ja unser Lieblingsmädel, was einfach die ganze Zeit crazy malt und fucking Picasso ist. Ups.
Hallöchen, da klingelt's. Ich frage mich, wo das klingelt ist. Warte mal. Kollege? Es hat geklingelt. Wie gesagt, oh nee, was sind denn alle so ekelhaft hier? Wenn ich die Polizei anrufe, helfen sie mir ja bestimmt auch nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die Polizei stecken mit den anderen unter einer Decke. Irgendwas klingelt hier doch. Was haben wir hier? Und zwar, wir haben das Mädel, was malt. Hier. Nee, das gefällt mir jetzt überhaupt gar nicht. Naja. Oder? Na doch, irgendwie schon. Irgendwie ist es auch schon wieder genial, was ich hier gemalt habe. Eigentlich? Doch, ziemlich nice. Ja, weiter geht's. So. Benutzen. Ah, klappt nicht. Was? Ich dachte, die malt da jetzt. Ich dachte... Nee, jetzt natürlich hab ich... Ich dachte, und zwar der König mag Zeichnung, hieß ja beim WC. Das war der König. Der will ein Schloss. Ich dachte, sie malt und setzt hier mal ganz entspannt was. Jetzt bin ich überfragt. Ich dachte, da kommen wir weiter. WC. Okay, jetzt. Jetzt bin ich verwirrt. Pilz. Ja, das meinte ich. Der König mag Zeichnungen. Also, ich glaube schon. Vielleicht ihre Stifte? Vielleicht können wir uns ihre Stifte leihen? Dann malen wir selber. Ah, guck mal. Das sind meine Stifte. Kann ich ihn haben? Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Kann ich ihn haben? Nein, dann kann ich nichts mehr grün malen. Du hast zwei. Das ist lächerlich, aber du hast so viele. Oh, das stimmt, aber du hast viele andere Farben. Ja, viele, viele Farben. Du weißt, sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer? Die Schwestern, sie fesseln mich. Und wenn ich malen will, kann ich es nicht. Ja, mich fesseln sie auch manchmal. Das tut weh. Wenn ich nicht malen kann, verletze ich mich. Dann fließt die rote Milch. Schau. Oh nein, ich möchte... Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Bitte heile mich, ja, und stoppe die rote Milch. Oh. Ach doch, wir haben doch Pflaster. Ja, wir haben Pflaster. Guck mal. Hier. Ach, süß. Oh, schön. Oh, danke. Kannst du den Stift haben? Jetzt geh, ich muss malen. Crayon. Ach, schön. Das war doch nett. So, kombinieren. Oh. Oh, ich male etwas Besonderes für den König. Perfekt. Wunderschön. Ein Pferd und ein Schloss und ein Baum. Hier klingelt echt die ganze Zeit, kann das sein? Was passiert eigentlich? Was ist mit dem Mädel, wenn das... Wo ist das Mädel? Das check ich auch nicht. Ach, das Mädel ist weg, das sieht man nicht in der... In der Drogenversion, okay. Das habe ich auch mich gefragt, wie es sein kann, dass man die Pille einnimmt, dann die Wirkung, die Halluzination eintreten und dann irgendwie die Pille nicht mehr wirkt, wenn man das nicht mehr will. Also so funktionieren Wirkstoffe nicht ganz, ehrlich gesagt. Okay, König, komm her. We got your stuff. Hier, gönn dir. Jetzt bist du richtig... Oh, guck mal. Freut er sich. Nett. Oh, das ist wunderschön. Genau das, was ich mir erträumt habe. Du kannst mein Schwert nun haben. Es ist deins. Oh, nett. So. Und jetzt rasten wir einfach komplett aus und schlagen alle zusammen. Aber das Problem ist, jetzt bin ich auch überfragt. Jetzt haben wir diesen Gehstock. Brauchten wir den für irgendwas? Brauchten wir den für irgendwas super dringend? Ich weiß es nicht. Gott, ich sitze hier auch mal wie so ein... Wie so ein Opa, ey, so mega schief. So, vielleicht ein bisschen gerade mal sitzen. So, das Stöckchen, was machen wir jetzt damit? Ich weiß es nicht. Was haben wir? Wir haben einen Stift. Wir haben eine köstliche Zimtschnecke. Also wirklich, diese Zimtschnecke spricht mich an. Wir haben dieses Band, das Foto, den Stock und den Haken. Wahrscheinlich wisst ihr es schon, aber ich weiß es nicht. Aber das ist auch eine Schwarmintelligenz gegen einen, das ist unfair. So, was haben wir hier? Ich bin ein bisschen überfragt.
Mit welchen Kindern haben wir denn hier noch eine offene Rechnung? Also einen. Ja, offene Rechnung klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie, wo da. Ist der Code vom Doktor gefunden? Wo noch irgendwie eine Aufgabe war, die noch irgendwas von uns wollen. Wir haben jetzt eigentlich, meine sie haben wir jetzt hier, den haben wir den Stift bekommen. Sie will nichts mehr von uns. Dann haben wir hier den Typen am, das Telefonieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Clou, dass es hier immer klingelt. Immer wenn man hier reingeklingelt. Das kann ja nicht einfach so sein. Ich frage mich, wo das Blinklicht gut ist. Guck mal. Vielleicht können wir der Schwester das sagen. Das könnte sein. Ihm ja anscheinend nicht. Aber der Schwester vielleicht. Frau, ich habe dir gesagt, kümmere dich um deine Sachen. Ich bin... Frau, Fran. Ich bin sehr beschäftigt. Fran, was ist jetzt schon wieder? Ja, das Klingeln. Ach, guck mal. Hä? Kann ich ihre Zeitschrift leihen? Nein. Das ist... Schöner Wohnen und ich möchte ein sehr schön eingerichtetes Haus haben. Das ist mir sehr wichtig. Das ist die neue Franziska. Keine Ahnung, wie Frauenzeitschriften heißen. Wie heißen sie? Ich werde sie nicht mehr stören. Wie heißen sie eigentlich? Tut mir leid, wie heißen sie? Mein Name ist Blanka. Oh Mann. Bitte, Fran, geh einfach. Mr. Midnight, bist du da? I really, really, really don't know what to do. Können wir hier ihr Schlüsselplatz? Ich drücke mal die auf die Augen, ne? Können wir ihr vielleicht der Eulen das geben? Ich spare lieber auf jemanden, der schlafen muss. Ja, das ist doch. Vielleicht habe ich auch was Falsches angeklickt, aber es muss doch er sein. Mit Wache. Ah, es geht. Ich habe, glaube ich, was Falsches angeklickt. Ein Kuchen, essen Sie. Schauen Sie, einen Kuchen, essen Sie ihn. Ich habe einen Getrast, irgendwas von dir zu nehmen. Macht ihr Leben süßer. Ein wenig versüßen. Ich will mein Leben nicht versuchen, jetzt geh. Sie wollen ihn nicht? Nein, jetzt lass mich in Ruhe. Ich leg's mal hin. Das versuche ich sicher nicht, das so. Komm. Er will's nicht. Er will den Kuchen nicht. Vielleicht muss ich ihm den. Dumme Idee. Dinge ausprobieren, aber in diesem Fall hilft es mir nicht weiter. Ich weiß nicht, warum ich das mache gerade, aber ich dachte, vielleicht kann man im Paralleluniversum ihn irgendwie. Oh! Er ist das Schwein, jetzt check ich das auch. Oh Mann, weil er so ein Schwein ist. Oh, ich bin so dumm. Weil er ist ja ziemliches Schwein, also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen funktioniert es nicht, okay. Ich dachte, man muss dem Schweinekopf die Zimtschnecke geben. Weil, wisst ihr, so er ist das Schwein und er ist dann und irgendwie Paralleluniversum und ich weiß es auch nicht. Lasst mich da in Ruhe. Ist auch keine Ahnung. Leute, es tut mir leid, aber ich glaube, in dieser Folge schaffen wir jetzt erstmal nichts mehr. Sieht ganz danach aus, weil ich bin ein bisschen überfordert. Was haben wir denn? Wir haben Stock, wir haben Stift, wir haben nichts. Ich laufe noch ein bisschen in Pillen. Es ist echt schwieriger, als ich dachte. Ich dachte, ich rush hier durch, aber not gonna happen. Was haben wir hier? Zimtschnecke? Ja, der muss auch nicht, das macht doch keinen Sinn. Oder ich gehe nochmal hier rein. Was haben wir hier? Häschen. Oh, das ist mein Kopf.
Das ist neu, oder? Die Ratte da, das Mäuschen? Da ist etwas Blut am Mund. Geht es dir gut? Okay, Leute, ich glaube, es macht keinen Sinn. What? What? Ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich werde mal gleich ein bisschen alleine rumprobieren. Weil ich will jetzt auch nicht 20 Minuten hier rumlaufen. Und es ist jetzt eh die Folge, glaube ich, schon vorbei. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ciao, ciao.